Hallo Freunde, seid ihr bereit für einen neuen Part meines Let's Plays von Stellar Skyward Sword? Das ist sehr gut. Im vorherigen Part habe ich jetzt hier den Eingang zum zweiten Dungeon zwar erreicht, allerdings ist der Schlüssel für das Haupttor in 5 Teile zerbrochen, wurde von diesen fiesen Bockblins hier in der Umgebung versteckt. Und die muss ich jetzt suchen, aber wenigstens war Fei so nett und hat mir die Schlüsselfragmente zur Aurasuche hinzugefügt. Und hier in der Nähe scheint auch gleich mal eins zu sein. Und was ich mir am Ende des letzten Parts auch noch Feines geholt habe, das ist die Schatzmedaille. Die erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner wie eben Bockblins oder Fledermäuse oder Schleim Sachen wie Monsterklauen, Schmuckschädel oder Glibber fallen lassen. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel Prozent da die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass die was fallen lassen, aber es ist schon deutlich höher. So, und da vorne sehe ich gerade, da ist ein neuer Käfer. Den will ich mir eigentlich auch noch fangen. Na, komm her. Kommst du her? Ja! Du hast einen Eldin-Skarabäus gefangen. Dieses Insekt liebt alles, was stinkt und rollt es in sein Nest. Sieht dabei ziemlich niedlich aus. Wie Skarabäus mit einer Kackekugel. Also eigentlich ein Mistkäfer, oder wie jetzt. So, aber hier muss ja jetzt gleich mal eins von diesen Schlüsselfragmenten sein. Und die sind übrigens auch alle eingegraben, soweit ich weiß. Also ich brauche meine meine Grabklauen dafür. Und ja, da ist schon eins. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Es ist Teil des Schlüssels, der das verschlossene Tor zum Tempel öffnet. Sammle alle 5 Fragmente, um ihn zu vervollständigen. Es fehlen dir nur noch 4 Fragmente. So, und die werden mir jetzt schön links unterhalb der Rubinenzeige angezeigt, was ich sehr schön finde. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Luftströmung. Hui, und hier brauche ich Bomben. So, Moment mal, da drüben haben wir ja... Hä? Aha, interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Donnerblume hier so hinkriegen kann. Oder nicht. Was haben wir hier? Rubine. So. Okay. Wartet mal. Hier drüben. Ah, seht mal, da ist schon wieder so ein Wachturm. Und dann nimmt man jetzt ganz einfach eine Donnerblume und rollt sie im richtigen Winkel einfach den Abhang runter, dass sie daneben rollt. Dummkopf! Du solltest doch richtig rollen. Das Ding muss da unten kaputt gehen. Das muss kaputt gehen. Na, roll! Nein, das wird später nichts, oder? Nee. Ich hasse es. Im Sitzen ist das so verdammt schwer. So, jetzt aber. Oder? Nein! Mann! Wieso triffst du nicht? Du wirfst immer daneben. Seht ihr? Oh Mann, ey. Das muss aber gehen. Das ging. Ich weiß, dass es ging. Aber es will einfach nicht. Wieso rollen diese Scheißblumen immer vorbei? Hier zeigt der Pfeil hin, also roll. Ja, wup, wup, wup. Im Kopf. Na, oh, die Kamera ist doch voll für den Arsch. Komm schon! Link, mach mich nicht irre. Ja, das hätte jetzt wunderbar geklappt, aber es war wieder nicht. Nein! Was machst du, Trottel? Mano! Vollidiot! Was? Ja, das kommt jetzt davon. Ich weiß, ich bin eh wieder selber schuld, aber Mano! Du solltest nur diese scheißen Donnerblume da so richtig runterschmeißen, dass der scheiß Turm da unten kaputt geht. Aber der rollt sie immer vorbei! Die rollen immer daneben! Ich verstehe das nicht. So, jetzt roll ich die da lang. Kommt sie auch nicht an. Ich verstehe das nicht. Es braucht leider ein bisschen Übung bei mir. Immer noch. Nein! Die muss genau davor zum Halten kommen. Bitte! Ach, jetzt! Nein! Was? Was? Hey! Jetzt verarsch mich doch nicht, du blödes Spiel! Was soll das? Seht ihr? Die rollen unten durch! Die rollen da unten durch unter dem scheiß Wachturm! Das ist doch nicht zu fassen! Bäm! Na also! Heilige Scheiße im Porzellanzimmer! Oh, endlich! Krutzi-Türken!
So. Na also. So, denn hier ist nämlich ein Schlüsselfragment. Deswegen musste ich das so blöd machen. Mann, 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 Mann. So. Bis zum... Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie ein Windrad. Kann ich aber leider nicht mal mitnehmen. So. Mann, ey. Ich hasse es, wenn ich Bomben rollen muss, ja? Das kriege ich einfach nicht hin. Da können sie diese Bewegungssteuerung noch so hoch in den Himmel loben, aber das haben sie echt verbockt. Das ist einfach nur... Das kommt... Sag mal, was macht ihr denn hier, ihr Vollidioten? Ja, Moment, seht ihr? Ihr habt einen Schmuckschädel fallen lassen. Dank der Schatzmedaille. So, Moment mal, da ist jetzt... Da ist ja noch einer! Nein, das machst du nicht! Und tot. So. Okay, so, dann weiß ich noch, dass da auch einer war. Also ein Schlüsselfragment, meine ich. Ach komm, wirf das Ding einfach weg. So, waren hier nicht eh Donnerblumen in der Nähe? Ja, hier. Das ist jetzt auch... Nein! Link, was machst du? Das wollte ich doch nicht! Hallo! Diese Steuerung immer wieder! So, ich wollte doch hier stehen bleiben. Da drüben sind Felsen und da muss ich jetzt wieder eine Donnerblume so rollen, dass sie da runterrollt und das kaputt macht. Lol. Das hat auf einmal beim ersten Versuch geklappt, aber beim Wachturm habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Mal verkackt. So, Hauptsache ich komme jetzt hier so hin. Wenn ich sprinte, dann rutsche ich wenigstens nicht weg. Und hier drin ist Schlüsselfragment Nummer 3. Live dabei. So, 2 Fragmente fehlen noch. Die gibt's allerdings anders. So, erstmal kurz ausruhen. So, tut mir leid, Freunde. Ich wollte doch schon wieder nicht so schlimm ausrasten. Ja? Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, fürs neue Jahr nicht mehr so krass auszurasten wie in manch anderen Let's Plays von mir. So. Kommst du hier? Mann, hör doch mal auf zu blocken. Und stirb einfach. So. Und tot. Flupp. So. Ja, aber ihr seht schon, die lassen halt auch mit der Schatzmedaille nicht immer ein Schmuckschädel fallen. Ja? Also, ich weiß, wie gesagt, nicht, um wie viel Prozent da die Wahrscheinlichkeit ansteckt, dass die was fallen lassen, aber es ist jedenfalls trotzdem besser, sie dabei zu haben. So, ich glaube... Nee. Nee, da komme ich nicht rüber. Ich komme nur hier weiter. Ich glaube, hier muss ich aber eh lang. Hier muss ich eh lang. So, oh oh, Fledermäuse. Toll. Warum hat jetzt keiner eine Monsterklaue gemacht? Kein Glibber, schade. Ja, wie gesagt, es ist keine 100%ige Garantie, dass die jetzt trotzdem was fallen lassen. So. Jetzt wieder ein paar Rupees und... Aha. Gut, da muss ich eine Brücke bauen. Ich weiß eh, was man machen muss. Man muss nämlich hier so vorbei. Hier geht's ja nicht umsonst so lang. So, hier wieder hoch. Hier hoch. So, dann hier so rüber. Ich sagte da so rüber. Warum geht das nicht? Also geht er doch. Mit genug Anlauf geht alles. So. Ah, seht ihr? Es ist jetzt zwar mächtig umständlich, aber... Spring! Wow. So, und jetzt ganz fix darüber. Bitte, wenn möglich, ohne abzustürzen. Moment, hier ist eine Ausdauerflucht. Ah, schon besser. So, hopp, hopp. So. Puh. So. Und hier drüben müsste wenigstens genau ein Schalter sein. Für die Brücke. Geht doch. So. Wunderbar. Jetzt könnte ich mir theoretisch sogar die Schmetterlinge fangen. Ich glaube, das mache ich sogar. Wenn ich sie erwischen würde. Aber wieso
Schwingst du das Netz so blöd? Du musst von oben... Seht ihr? Ich bewege die Wiimote von oben nach unten. Was macht er? Verstehe ich nicht. So, aber ich habe einen erwischt. Einen weiteren Himmelsfalter. Die scheinbar nicht nur im Himmel leben. So. Gut, pfeife auf die anderen. Sind jetzt nicht so wichtig. Was haben wir denn hier? Ein paar Rubine. Vielleicht finde ich ja hier sogar noch ein bisschen Eldin-Erz. Wer weiß. Oh, oder Eldin Scarabeus sei noch besser. Kommt mal her. Na, seht ihr? Wieso? Du sollst das von oben nach unten bewegen. Ich verstehe das nicht. Wartet kurz. Wartet kurz. Hier gibt es ja wenigstens die Möglichkeit, die Wiimotion Plus Kalibrierung. So. Ich lege es auf eine flache Oberfläche. Ich nehme jetzt ganz einfach mal eine flache Hand. Dann wird hier nämlich überprüft. Na? So, okay. So, zeige mit dem Zeiger genau in die Mitte. So habe ich auch. So, geht's jetzt besser? Ja, jetzt geht's besser, aber jetzt wollen die abhauen. Ne? Ha, erwischt. Und, na, was ist mit anderen? Da. Na? Achso, das ist noch der blöde Kackeball. Was ist denn jetzt schon wieder? Fei! Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft im vor uns liegenden Abschnitt ist extrem heiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kleidung dort in Flammen aufgehen wird, beträgt 95%. Du kannst dieses Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle die Aurasuche, um die richtige Richtung zu finden. Ja, jetzt muss ich wohl lang, wo es so verdammt heiß ist, dass ich eigentlich verbrennen würde. Also da kann ich eigentlich gar nicht wirklich durch. Es sei denn, ich bin ganz schnell. Und die Aurasuche sagt mir... da lang. Okay. Ja, weiß ich eh, so hier. Wow, Vorsicht. Jetzt muss ich hier nämlich so komisch runterrutschen auf dem Sand. Ach, genau. So, und jetzt wartet mal. Jetzt muss ich so laufen, dass ich hier hochkomme. Bevor ich da ganz runterrutsche. Denn. Oh. Eine Fee. Wie süß, aber ich weiß gar nicht. Du hast eine Fee gefunden. Füllt 6 Herzen auf. So, nee, wartet mal, da drüben ist ja noch so eine Strömung. Es geht wirklich nur, wenn man sprintet. So. Okay, hier sind... Oh, Eldin-Erz! Du hast Eldin-Erz erhalten. Wie viel habe ich davon jetzt eigentlich schon? 7 Stück! Geil! Kann man, wie gesagt, immer brauchen, wenn man mal in der Werkstatt was machen will. So, wie war denn das nochmal? Da vorne ist jetzt irgendwo so ein... Ah ja, so ein Artefakt... Artefakt, sag ich. Ein Schlüsselfragment ist da irgendwo. So. Das war hier eh ganz doof zu erreichen. So, ich glaube nämlich hier. Ja, genau. Hier ist so eine... Wow! Nein! Was war das? Das war dumm! Das war richtig dumm. Jetzt müssen... Nein! Mamo! Was soll denn der Scheiß? Ich muss warten, bis beide Luftströmungen am Pusten sind. Aber beide. Jetzt. Und... Ja! So komme ich nämlich hier hin und... Da haben wir ja das vierte Schlüsselfragment endlich. Es fehlt dir nur noch ein Fragment. So, und das war aber richtig, richtig kacke zu bekommen. So, ich muss jetzt eigentlich nur noch hier runter. Wow. So, jetzt bin ich nämlich wieder ganz unten. So, ist hier was? Hier sind Rubine. So. Und Herzen. Dabei brauche ich gar keine. So, was sagt die Aurasuche? Das letzte Schlüsselfragment, das war nämlich irgendwo hier ganz blöd in so einer Höhle versteckt. Da musste man dann auch wieder irgendwas mit den... Ah, hier ist es. Hier, genau, seht mal. Hier muss man nämlich so wieder so ganz doof die Lava... Hier ja eigentlich auch. Wartet mal. Kann ich dieses Ding nicht verwenden, um... Nein! Was machst du?! Aber es hat funktioniert. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Seht mal. Dadurch
fließt jetzt hier nämlich Lava raus. Und da drüben, da hinten ist das letzte Schlüsselfragment. Was soll das noch mit dieser Scheißsteuerung? So, das Fiese ist nur, ich muss jetzt diese Donnerblume so werfen, also besser gesagt eigentlich so rollen, dass die hier so um eine Kurve rollt und dann darüber und den Felsen kaputt machen. Das ist eigentlich echt verdammt schwer. So. Oder? Ja, die muss nämlich auch ins... ja, das sieht wunderbar aus. Geil. Und da hinten sehen wir was zum Graben. Gut, vergesst es, war doch nicht so schwer. Vielleicht bin ich ja doch nicht so sehr aus der Übung mit diesen Bombenrollen. So, und hier ist es. Du hast das letzte Schlüsselfragment erhalten. Nun kannst du das Tor zum Tempel öffnen. Begib dich zurück zum Gipfel und mache dich im Tempel auf die Suche nach Zelda. Ja, wunderschön. Der Schlüssel ist komplett. So, jetzt muss ich allerdings wieder zurück zum Gipfel. Das ist jetzt gar nicht so... Ding. Hier war doch, wie gesagt, noch dieses eine Herzteil. Aber wie ist man da nochmal rangekommen? Das ist da drüben, seht ihr? Da drüben, das kann man sogar jetzt sehen. Das ist genau jetzt in dem Kreis drin. Da drüben ist ein Herzteil. Aber da kann man richtig kompliziert nur ran. So. Was haben wir denn hier? Rubine, Rubine, Rubine. Okay, ach, egal. Hier, komm. Hä? Ach so. Ach, Moment mal. Magmarinkäfer gefunden. Jetzt habe ich gleich zwei auf einmal. Sehr schön. Und da habe ich schon vier davon. Sehr schön. So, ja. Hier ist wenigstens eine Dönerblume. Also eine Donnerblume natürlich. So. Machst du kaputt. Ach genau, jetzt kann ich nämlich hier schön durch. Deswegen, ich habe mich ja immer gewundert, warum konnte ich hier am Anfang nicht. Und ja, so macht man das. Und hier gibt es jetzt wenigstens eine fette Luftströmung, die mich ganz schön weit nach oben bringt. Und zwar bis zu dieser Brücke hier. Sehr schön. Jetzt muss ich eigentlich nur noch mehr hier runter sausen. Und jetzt bin ich wieder oben beim Tempeleingang. Wunderbar. So, Bockblins sind alle weg. Okay. Okay. Wartet mal. Herztrank. Ich möchte nämlich eigentlich gerne jetzt meinen Herztrank verfeinern, weil jetzt habe ich... Obwohl, warte mal, wie viele Herzen habe ich? 2, 4, 6... Naja, ich habe eigentlich nur 8 Herzen. Eigentlich ist das Schwachsinn. Wartet mal, hier kann man eh mit Minus... Mal kurz angucken. Ja, der füllt sowieso 8 Herzen auf. Was bringt es mir, wenn ich mir jetzt einen Herztrank verfeinere, der alle Herzen auffüllt, wenn ich insgesamt eh nur 8 Herzen dabei habe? Also es ist, eigentlich ist das total dämlich. Eine leere Tasche habe ich noch über. Okay. Nee, ich glaube, das sollte so genügen, oder? Ich könnte mir rein theoretisch, könnte ich mir sogar jetzt eine weitere Abenteuertasche von Terry kaufen, aber die kostet auch 300 Rubine, sehr voll teuer, auch wenn ich es mir leisten könnte, aber ich will mir jetzt eigentlich das ganze Geld für was anderes aufheben, was ich mir dann kaufen kann, wenn ich den zweiten Tempel geschafft habe. Ja, wisst ihr was, jetzt damit einmal ein Part nicht so extrem lang ist von mir, also hier gibt es eh noch Herzblumen, machen wenigstens Full Energy. Werde ich jetzt hier bei der Vogelstatue speichern und erst im nächsten Part werde ich den Tempel hier betreten, ja? Und dann geht's wenigstens schon in den zweiten Dungeon des Spiels. Okay, also. Speichern wir mal hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!